Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play Mafia 3. Die mit Verdammt noch Cops mal nichts gehört. Schmuggeleinkünfte stehlen und mit dem ersten Hinterrücksmord anfangen. Genau. Und als erstes schauen wir mal hier, dass wir die Wachposten wegbekommen. Keine Verstärkung gerufen werden kann. Auch wenn wir natürlich einen Gefallen sicherlich hätten, um die Telefone zu stören. Zack. Passend in diesem gleichen Aufzug Nicht so machen wir. lahmarschig, ich komm schon. Zappen Wenn du wir gleich nicht noch die gleich Telefone mit einlegst, an. werde ich tot. Versuch dich zu warnen. Kann ja nicht Junior ist schaden. vielleicht ein paranoider Junkie, aber er ist immer noch dein Boss. Tu einfach, was er sagt. Oh, da war nichts, oder was? Der Wachposten ist irgendwo anders. Na gut, dann ist mit dem auch jetzt Schicht. Wachposten, komm doch mal vorbei. Das ist ja eine lustige Keule. Da wird dann eine lustige Keulerei. Und da kommt dann gleich der nächste Mann. Und den mache ich mich dann auch ran. Also, im Sinne von, dass ich ihn kille. Ja. Steht sicher. Der Typ allein. Das wird nicht mehr allein so sein. Der arme Kleine. So, und dann sacken wir schnell noch Geld ein. Was gibt's denn da jetzt? Ah, hier sind die geklauten oder verdielten Tische, was auch immer. Das will ich eigentlich bloß noch die zwei Typen da erledigen. Und den Rest hier abfackeln quasi. Naja, ich kann doch einfach. Ist ja wurscht, ob die jetzt gekillt werden. Die werden echt egal. Na gut. So. Einmal. Zweimal. Wo ist der Rest? Ah ja, hier. Der ist weg. Der ist weg. Der Rest ist, glaube ich, auch weg, oder? Das bin mir nicht ganz sicher. Das brennt noch ab. Jo, schaut eigentlich ganz gut aus dann soweit. Hier gibt es einen Türöffner. Da könnte ich jetzt quasi gleich dieses sexy Auto nehmen und abfahren. Und das mache ich auch. Dann sehen wir uns mit einem heißen Schlitten. Auch später wieder. Bis dann.